wie sagt man so, die Antennen werden ein bisschen gespitzt. Es ist ein neuer Wind. Jeder darf, muss sich nochmal neu behaupten. Also es kommt wieder ein bisschen neuen Wind einfach in die Kabine. Andere, die Spieler, die vielleicht ein bisschen hinten dran waren, lechzen wieder, haben wieder, ja, schnuppern. Da ist halt mehr Zug vielleicht im Training. Und manchmal sind es ja wirklich nur Nuancen oder Kleinigkeiten, wo entscheiden, ob ich dieses Spiel gewinne oder nicht, oder ob ich eine Serie mache oder nicht, ne? Und deswegen kann es sein, dass sich ein Trainerwechsel auf Dauer dann ja, gut präsentieren wird. Ich wünsche es dem Verein, aber es zeigt auch oft, dass es immer nur für eine kurze Dauer ist und dann meistens verflackert das alles wieder schnell.